Nein! Ich muss noch springen. Ach, Spiel, du bist aber auch gemein. Okay, gerettet. So, hier kann ich aber runterhüpfen. Und da auch. Alles schon tausendmal gemacht. Und jetzt in dieses Loch hier, ganz vorsichtig. Vorsichtig genug. Oh, das Gitter hier, das kann ich ziehen. Ah ja, das geht tatsächlich ab. Wow. Left Behind, an Achievement. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe es kaputt gemacht. Das war mit dem Kabel hier verbunden. Na gut. Ich glaube, das war ein Bonus-Objective. Das hätte man nicht finden müssen, um weiterzukommen. Hier ist wieder ein Hebel und ein Gedankenkontrollapparat. Was das da oben ist, weiß ich nicht. Und das hier, ist das eine Tür? Ist so dunkel, ist so schwarzer. Ist doch eine Tür, oder? Aber ich kann sie nicht ziehen. Dann schließe ich mich mal an und gucke mal, was passiert. Ach ja, da sind ja Leute. Die laufen auch in verschiedene Richtungen. Und da sind zwei Knöpfe auf dem Boden. Das sehe ich doch gleich. So, nur der eine kommt früher an als der andere. Also müsste ich den einen gegen irgendwas laufen lassen. Damit der andere aufholen kann. Wie mache ich das? Achso, da muss die Tür wieder zugehen dafür, ja. Klaro. Dann muss also dieser Hebel hier wieder umgelegt werden. Und dann klinke ich mich wieder ein. Ja, jetzt dürfen sie den gleichen Abstand haben. Und jetzt? Ja, haha, easy. Der alte Trick. Ich mach die Tür auf und dann musst du sie wieder zumachen. Gut, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon? Ja, ich meine, wir sind schon wahrscheinlich schon in Folge 2. Wahrscheinlich hat Folge 2 so gerade eben mit dem Safe-Tod begonnen. Also willkommen zu Folge 2 von Let's Play Inside. Gut. Mal schauen, wo es hier weitergeht. Ein Dach runter. Ich frage mich ja, ob das jetzt die ganze Zeit so vage bleibt oder ob das irgendwann eine Story erklärt. Ich vermute ja fast, dass das die ganze Zeit so vage bleibt. R, C, irgendein Buchstabe fehlt. Wenn ich da runterrutsche, muss ich wahrscheinlich springen, um drüben anzukommen. Und da unten sind Leute unterwegs. Oh, nope, 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 nope. Oh. Oh. Okay. Das heißt, da gibt es eine Leiter. Dann gucken wir doch mal, ob ich da nicht hinkomme. Ja, ich dachte eigentlich, ich springe oben an die Kante. Ich habe die Regenrinne zu spät gesehen, aber ich glaube, das hat mir was gebracht, denn dadurch habe ich die Leiter entdeckt. Ich glaube, ansonsten hätte ich diese Leiter niemals entdeckt. Aber durch meine Blödheit kann ich jetzt hier unten ein weiteres geheimes Dings da kaputt machen. Obscure Foundations heißt das Achievement. Ich weiß nicht, was es mir sagen will. Wir gehen nach ganz oben und dann wagen wir diesen Sprung hier. Und dann können wir hier ganz leicht hochklettern.
Die Savegames sind auf jeden Fall sehr fair. Man muss nicht viel neu machen, wenn man stirbt. Das wird wieder ein schöner Sprung. Whoop! Boah, ich dachte schon, der rutscht rückwärts. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier langsam gehen muss. Wahrscheinlich, wenn ich... Oh, no, 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 no. Wow. Boah, dieses Spiel. Das war das doch mit Absicht. Hätte ich mich da oben rüber retten können? Hätte ich? Oh, eigentlich bin ich neugierig, ne? Ich spring mal runter und guck mal kurz. Was ist so, wenn das Spiel anfängt, mich neugierig zu machen, ob ich was anderes hätte schaffen können, dann... Ach, ich habe mein Savegame zu tief unten. Okay, ich komme nicht mehr zurück. Lassen wir es sein. Das sieht auf jeden Fall nach einem unmöglichen Sprung aus. Zum Glück gibt es hier eine Regenrinne. Und ganz viele zombifizierte Menschen. Bin ich der einzige Freidenker hier. Zum Glück hören die nicht so gut. Weitere Rampe. Ui. Ratten. Und eine weitere Leiter. Hopp. To the top. Schaffe ich den Sprung? Ich probier's. Nope. Aber ich kann auch nicht weiter hochklettern. Kann ich die Leiter auf die andere Seite ziehen? Bestimmt, oder? Wenn man die richtige Taste drückt, dann geht das, ja. Ah, ja. Und wieder ein Teil, das Buttons braucht und ein toter Mensch, der hoffentlich nicht aufsteht gleich. Und diese Dinger da hinten sehen aus wie gigantische Roboter. Wo ich noch nicht sicher bin, was es sein soll. Zu viele tote Menschen hier. I don't like this. I don't like this at all. Und ich gehe in einen Käfig rein. I don't like this at all. Ah, das ist ein Knopf. Sehe ich das richtig? Aber kein Strom. Kein Strom. War hier nicht irgendwo so ein Gedankenkontrollgerät? Achso, das kann ich auch umlegen hier. Oh shit, 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 no, 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 no. Ich wollte da nicht reinlaufen. Nein, ich will jetzt laufen. Holy fuck, what the fuck are those? Die sind mir nicht geheuer. Um das mal frei auszudrücken. Telefon. Die Möwe hier ist mir auch nicht geheuer. Das Ding bricht doch garantiert. Ich sprinte. Nee, es ist nicht gebrochen. Vielleicht wäre ich auf den Möwendreck ausgerutscht. Ich bin aber, glaube ich, drüber gesprungen. Und das... Ja, ich wollte gerade sagen, das bricht doch auch hier. Ach. Oh Gott. Ich bin ein ganz gewöhnlicher, ja, Mensch. Nichts zu befürchten.
Hör auf, mich anzuleuchten. Nein, ich habe mich umgedreht. Das war mein Fehler. Ich bin einen Schritt zu weit vor und wollte es korrigieren, aber ich konnte nicht einen Schritt rückwärts gehen. Die Dummheit gehört bestraft. Mach nie den selben Fehler zweimal. Vielleicht halten sie an. Ja. Stehen bleiben, nicht weitergehen. Und auf keinen Fall umdrehen. Aber an welcher Stelle kann ich abhauen? Erst wenn der nicht mehr auf mich aufpasst, oder? Und am Ende kommt da drüben irgendwas Böses und dass ich jetzt reinlaufen muss. Wo ist der Sprungtest, ob ich springen kann, ha? Okay, kein Problem. Alle in der Zone springen einmal, alles klar. Easy. Bin ich durchgefallen? Nein, nein, beste Noten, beste Noten. Das sieht so lebendig und fleischlich aus. Ausgezeichneter Zombie für unsere Horde. Oh, da drüben muss man sich umdrehen. Alles klar. Und nochmal. Das ist ja fast wie Michael Jackson hier. Thriller. Und dieses Ding schaut die ganze Zeit auf mich. Warum denn auf mich? Warum nicht mal auf einen der anderen? Hey, ich glaube, es ist weg. Es wäre jetzt die Zeit abzuhauen. Oh, I don't like where this is going. Oh, nein, das sieht mich immer noch. What? Oh, ich hoffe, ich muss nicht zu weit zurück. Ich dachte, ich probiere mal, ob ich in eine andere Richtung jetzt kann. Weil das Teil ja weg ist, aber das sah mich immer noch. Das ist einer der Hunde da hinten, oder? Ja, sieht so aus. Ist jetzt Zeit zu rennen? Ja, es ist Zeit zu rennen. Boah, zum Glück immer, wenn Hunde da sind, gibt's was zum Springen. Oh, fuck. Oh, nein. Ich war nicht schnell genug. Boah, brutal. Total. Boah, da kann ich ja überhaupt nicht hinkommen. Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht gibt es da eine andere Möglichkeit. Vielleicht muss ich den Hund nach unten locken. Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit. Komm, Hundi, komm. Ja, komm hierher. Ja, dann kannst du bestimmt nicht, ne? Verarscht. Jetzt kontrollieren wir den Kerl da oben. Und der zieht mich weg. Oh, Moment mal. Das sieht aus, als könnte man das anheben. Nein? Ah, das Fenster dann links sah so aus, als könnte man das anheben. Na gut. Guck mal, Hundi, guck mal. Oh. Gut, bye. So, ich suche noch an einer guten Stelle, wo ich Folge 2 beenden kann. Ich denke, es ist langsam Zeit. Oh, was gibt's denn hier? Gibt's da was?
Oh nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Boah, warum lässt er sich mir auch einfach fallen? Nur weil ich es ihm befehle. Ah, ja, ich mach noch. Ups. Ach nee, der kann da runter. Nee. Hä? Also der kann da auf jeden Fall durch. Aber das Ding anheben kann er nicht. Ja, ist auf jeden Fall durch die Maschen geschlüpft. Hier gibt es einen Schalter, der wird das Ding bestimmt hoch machen. Und mein Problem ist jetzt mit Sicherheit, dass ich nicht mehr in das Teil rankomme. Habe ich recht? Ah, natürlich habe ich recht. Wenn ich den Schalter runtergehe, geht das Ding ja da auch zu. Natürlich. Das heißt, eigentlich muss ich. Kann ich den Kerl genau unter dem Gitter platzieren? Was passiert denn dann? Und das drückt ihn einfach zur Seite. Jetzt müsste ich ihn eigentlich kontrollieren, damit ich den Wagen wiederbekomme. Aber dafür muss ich von der Platte runter. Ich meine, habe ich noch ein anderes Objekt? Das war da drüben. Konnte ich das ziehen? Das hier? Nein. Das ist einfach nur so ein Schrank. Ach so, aber da komme ich wieder hoch. Ja, klar. Da komme ich wieder hoch. Das ist die Lösung des Rätsels. Also, das machen wir noch und dann ist die Folge hier zu Ende. Ich gehe da dran. Ich schiebe meinen Wagen zurück. An eine Stelle, wo ich da wieder hochkomme. Genau. Vielleicht noch ein bisschen rüber. Danke, alter Freund. So. Jetzt begeben wir uns hier rüber. Schieben diese Kiste auf den Schalter. Und dann können wir uns wieder einklinken ins neuronale Netzwerk. Hopp. Hopp. Okay, beweg mich, alter Freund. Hier könnte ich absteigen. Moment. Das macht mich neugierig. Das muss doch einen Grund geben. Da oben ist auch ein Schalter. Und hier hört das Level auf. Okay, die Puzzles werden schwieriger. Nein! Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ich über die Kante schauen kann. Ich meine, solange ich hier drunter bin, kann ich ihm ja befehlen, was ich möchte. Wow. Wahrscheinlich muss er da hochspringen, oder? Das kann er wahrscheinlich, oder? Hopp. Ja, natürlich kann er das. Ach, und dann geht es da drüben auf. Jetzt würde ich da gerne hochklettern. Ach, der hat auch so ein Ding da. Das ist noch gar nicht aufgefallen. Okay, das müssen wir jetzt mal ausprobieren, was dann passiert. Ja, das machen wir noch. Das machen wir noch. Hier hin. Da drauf. Oh. Ein neuer Freund.
Okay, und unser neuer Freund muss dann da hoch auf den Schalter. Und dann kann unser. Oh! Wenn ich das mache, lassen wir beide los. Nicht nur der andere. Also fast richtig. Fast richtig. Wir gehen hier hin. Wir springen da hoch. Der geht an das Ding. Und weil wir beide loslassen, muss ich das Ding vorher so platzieren, dass ich nicht runterfalle. Hier hin. Dann klettert der hoch. Und dann lassen wir beide los. Oh nein! Oh. Das war doof. Das war einfach nur doof. Ich muss natürlich wieder in das Gerät rein. War zu übereilt. Letzter Versuch. Diesmal aber wirklich. Hopp. Schieb das Ding zurück. Man muss ein bisschen Zeit lassen. Ja, man darf das nicht zu schnell machen, sonst passieren dumme Fehler. So, beide lassen los. Ich spring wieder rein und kontrolliere den da. Ja, perfekt. Und der kann mich durchfahren. Ja, Puzzle gelöst. Oder auch nicht. Ist das Puzzle, das niemals aufhört. Habt ihr Panik da unten? Ich frage mich, ob ich da reinfallen will. Okay, let's just do it. Ich platziere mich hier. Ich ziehe den Hebel. Und dann. Das ist doch Wasser. Whoop!